Servus Leute, heute ein lang ersehntes Video oder Interview oder man kann auch Podcast sagen, und zwar mit dem Christian. Servus. Viele haben ja gefragt, ob ich mal irgendwelche Transportunternehmer und so weiter und so fort interviewen kann, damit die uns einfach mal erzählen, wie das Ganze angefangen hat, und ja, das machen wir im heutigen Video. Also, der Christian, ich habe leider erst gestern Abend konnten wir alles fix machen für diesen Termin, und deswegen konnte ich erst gestern Abend euch auffordern, Fragen zu stellen. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen, die werden wir aber am Ende beantworten. Wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen anhören, wie der Christian, wie es bei ihm angefangen hat, was die Transportbranche angeht, und ja, was er bis jetzt sich geschafft hat. Du kannst gerne anfangen. Also gleich vorwegnehmen, dieses Video ist wie jedes Video bei uns. Wir haben nichts gescriptet, wir haben nichts, keine Fragen im Voraus. Wir hauen einfach rein und schauen mal, was geschnitten werden muss, muss geschnitten werden und fertig. Ich glaube, also, eine halbe Stunde. Der Christian kann sich gerne mal kurz vorstellen. Ja, servus, ich bin der Christian. Ich habe ein Transportunternehmen in Deutschland und in Polen. Wir machen das seit 13 Jahren, knapp 14 Jahren jetzt. Wir sind mit Thermosprinter unterwegs im Pharmabereich und Luftfracht. Ja. Das ist genau der Punkt, wo ich sehr, sehr oft gefragt werde, und zwar Thema Sprinter. Er ist da ein Profi und ich habe absolut keine Ahnung. Also ihr wisst alle, dass ich selber auch Sprinter habe, aber wir fahren halt nur unsere eigene Ware, also wir beliefern nur unsere Kunden mit unserer eigenen Ware, und das hat einfach gar nichts damit zu tun, was der Christian macht oder was ich dann unter diesen Videos gefragt werde. Und da gibt es viele Fragen über welche Frachtenbörsen, über dies und das. Das haben die Zuschauer oder ihr gestellt, das werden wir dann später sehen. Aber jetzt wollen wir einfach mal so reinhören, weil 14 Jahre, da ist ja was zusammengekommen. Hatte wahrscheinlich auch ein paar Höhen und Tiefen, weil man muss ja nicht immer nur die positiven Sachen erzählen. Also kannst mal gerne reinhauen, wie das überhaupt angefangen hat. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ins Transportgeschäft einzusteigen? Genau, also ich habe als Speditionskaufmann meine Speditionskaufmannslehre gemacht bei der Deutschen Post. So habe ich dann auch angefangen. Also ich habe nach der Ausbildung habe ich das Angebot bekommen, von der Post Nachtkurier zu fahren. Okay. Das habe ich dann auch dankend angenommen. Schon selbstständig? Schon selbstständig, okay. Ja. Also ich bin mit dem, ich habe mir einen Sprinter gekauft. Damals war es noch vor Sprinter, da gab es noch keinen Sprinter. Okay, er hat mir vorhin ja gezeigt, wenn ich ein Foto finde, dann blende ich es ein, so diesen ganz alten Mercedes. Also da gab es keine Klima, gar nicht. Da wurdest du nicht müde, weil es einfach laut war. Ja, ich kenne den, und eigentlich auch wenn du einen Unfall hattest, dann warst du maximal mit 40 km/h. Also ich kenne die Fahrzeuge noch. Ja, dann haben wir habe ich angefangen mit einem Auto. Ich habe eine feste Linie gehabt, die ging von Dortmund nach Frankfurt Flughafen und wieder zurück. Dann hat sich das ein bisschen so gesteigert. Also wir haben dann ein Auto, zwei Auto, drei Auto. Am Ende hatten wir 24 Autos. Boah, okay. Bei der Deutschen Post als Unternehmer. Ja, musstest du die selber disponieren? Nein, oder? Also wir haben feste Touren gehabt, die uns zugeschrieben wurden. Das war halt auch für mich als Unternehmer war es halt sehr entspannt, weil ich wusste, was am Ende des Monats rumkommt. Okay. Ich wusste, welche Kosten, und es war einfach, einen Fahrer einzulernen. Okay. Es war immer das Gleiche. Ja, ja, ja. So, und dann hatten wir den großen Fuhrpark, und dann hat es angefangen. Die Post kam und hat gedrückt. Preise gedrückt. Okay. Dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, okay, weil ich habe nichts auf Finanzierung gehabt, alle Fahrzeuge waren abbezahlt, alles war bezahlt. Ich habe gesagt, komm, ich höre auf mit diesem
Zeug, weil es hat sich am Ende nicht mehr gelohnt. Wir haben am Auto vielleicht 300 Euro, 400 Euro im Monat ist übrig geblieben. Und dann hieß es noch von der Post her, nein, die Fahrzeuge dürfen nicht älter als drei Jahre sein. So, okay. Sobald müsste ich dann die Fahrzeuge finanzieren, weil meine Fahrzeuge waren alle im Alter von älter. 7, 8 Jahre. Dann habe ich gesagt, nein, hören wir auf. Warte, die mussten auch beklebt werden, oder? Nein. Nicht, okay. Nein. Da wir im Nachtdienst waren und wir sind nur von Lager zu Lager gefahren, also Verteilzentrum zu Verteilzentrum. Also wir waren am Ende in ganz Deutschland. Ja, dann habe ich irgendwann gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Dann habe ich habe ich alles verkauft. Also bist du komplett raus? Ich bin komplett raus. Hast nicht jetzt 2, 3 Fahrzeuge gelassen? Nein, also ich emotional hat mich das schon sehr mitgenommen, okay, weil du hast was aufgebaut. Ja, klar. Und auf einmal kommen dann irgendwelche neuen Chefs, die meinen, okay, andere Unternehmen fahren für weniger. Bitte mach das auch. Mhm. Qualität soll aber die gleiche bleiben. Die Löhne, das ist nicht ihr Problem, das ist ja dein Problem. Genau. Und dann danach, also dann hast du es verkauft, dann warst du irgendwie wieder Disponent irgendwo? Nein. Oder? Also ich habe es komplett verkauft und habe dann mit Autohandel angefangen. Ah, okay. Ich habe mit Autos gehandelt, also ich habe da ich viele Kontakte halt nach Polen hatte, da meine Mutter polnisch ist, haben wir Autos in Deutschland gekauft. Auf Auktionsbörsen und nach Polen gebracht, in Polen verkauft. Das lief auch ganz gut. Dann habe ich ein Angebot bekommen von jemandem, der damals auch am bei der Post gearbeitet hat, aber auf dem Flughafen. Der hat mir gesagt, okay, wir haben jetzt eine Firma am Flughafen aufgemacht für Luftfracht. Mhm. Hat gesagt, möchtest du gerne ein Auto hinstellen? Ich habe gesagt, okay. Dann haben wir wieder angefangen, haben einen Sprinter gekauft. Mittlerweile habe ich schon in Polen gelebt. Kastenwagen oder? Dieser typische Polensprinter. Okay, also mit Plane. Genau, mit Plane. Okay. Ich habe mittlerweile schon in Polen gelebt. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre, ich bin jetzt in Deutschland zurück, das ist jetzt das zweite Jahr, die 10 Jahre davor in Polen gelebt. Also eine Sache einfach, die ich auch kurz hier jetzt reinschneiden will, weil viele klagen immer, hier geht's nicht, da geht's nicht. Man setzt sich halt dann ins Auto und dann zieht man nach Polen um. Wenn man dann in Polen leben muss oder wie jetzt sein Geschäft ist in Deutschland besser, dann lebt er in Deutschland. Man muss halt flexibel sein, man muss halt einfach seine Komfortzone verlassen. Wenn du was werden willst, musst du was tun dafür. Genau. Also ich kann nicht zu Hause sitzen und hoffen, dass was kommt. Genau. Ja, dann haben wir wieder angefangen mit einem Auto. Ich bin das auch am Anfang selber gefahren. Dann ging es wieder los, dann ein Auto, zwei Autos, drei Autos. Wir waren aber ganz normal im Planbereich tätig, das heißt Sammelfracht. Das Größte, was dem Kopf kaputt gehen kann. Ja. Gut, du hast Sammelgut gefahren und du hast ja damals auch Autos gefahren. Genau. Und du hattest ja eigene auch, glaube ich, 2, 3 Sattelzüge. Genau, wir hatten dann, also es ging immer größer, also wir hatten dann wieder 20. Was war am größten Punkt, was hattest du alles an Fahrzeugen, in einem Moment, wo du am größten, sagen wir mal, warst? Der größte Punkt war 42 Fahrzeuge. 42 Fahrzeuge? Allein, mit wie vielen allein Jahren? Disponiert. Mit wie vielen Jahren? Da war ich 25. Mit 25 Jahren? 45 oder 42? 42. 42 Fahrzeuge. Das muss man, also ich glaube, wer noch nie irgendein Gehalt ausbezahlt hat, also mit anderen Worten, wer noch nie einen Mitarbeiter hatte, der kann sich das nicht einmal im Traum auch vorstellen, was es ist, 42 Fahrzeuge und damit ja auch mindestens 42 Fahrer zu haben. Du hast ja mehr Urlaubsvertretungen. Dann hast du zum Beispiel, wir hatten ja 4 Sattelzüge, die sind in Polen im Nahverkehr Tag-Nacht gefahren, also Schichtbetrieb. Also wir haben schon. Also mit anderen Worten, wenn jedes Fahrzeug muss einmal pro Jahr zum TÜV, da hast du ja praktisch jede Woche ein Fahrzeug zum TÜV. Ja, also nur das ist ja schon Arbeit bis zum geht nicht mehr. Ja, ich hatte jede Woche ein Fahrzeug in der Werkstatt, im TÜV, also überall. Die ganzen Fahrzeuge waren eigentlich Fahrer, nicht im Einsatz. Krank, Urlaub ja. Und so weiter. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt seit 4 Jahren, ja. 3, 4 Jahren. Und wir sind also in ständigem Kontakt. Er war auch hier schon in Kroatien ein paar Mal mich besuchen. Und dann schickt er mir manchmal Fotos, wo du dir denkst, also mir ist jetzt gerade das Foto im Kopf, wenn ich es irgendwie finden sollte, dann blende ich es ein, wo dein Fahrer sich nicht mehr gemeldet hat und der unter die Brücke. Ja.
Also mit dem Sprint, da kannst ja gerne du erzählen. Also ich erzähle erstmal die Geschichte zu diesem Fahrzeug, weil dieses Fahrzeug hatte echt nur Probleme. Okay. Wir haben den neu gekauft. Erste Tour, das Fahrzeug fährt nach Deutschland. Erste Tour bei Berlin, der Fahrer ruft an, sagt, tut mir leid, Chef, aber ich bin ein bisschen an der Leitplanke hängen geblieben. In der Baustelle. Okay, ich zum Fahrrad, schicken wir mal ein Foto, die komplette Seite kaputt. Von vorne bis hinten aufgeschlitzt. Dann kam das Auto zurück. Wir haben das alles repariert. Das Fahrzeug fährt wieder. Das Fahrzeug ist ungefähr 2 Monate, 2,5 Monate unterwegs. Also kam auch wieder zurück, aber es ist halt 2,5 Monate später. Ja, klar. Nachts ruft mich die Polizei um 2 Uhr nachts an und sagt zu mir, ja, ihr Fahrzeug ist verunglückt bei Hannover. Ist ja fantastisch. Ah ne, okay. Das Fahrzeug war genau ein Jahr alt, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Okay. Und in Polen ist so, nach einem Jahr kriegst du eine neue Versicherung. Also das automatisch pro Jahr an dem Tag, wo du das erste Mal abgeschlossen hast. So wie in Kroatien zum Beispiel auch. Du hast aber keinen Versicherungsschutz zwischen 23.59 Uhr und 0 Uhr. In dieser Minute hast du keinen Versicherungsschutz, also 0 Uhr 1. Also in dieser Minute ist kein Versicherungsschutz auf diesem Fahrzeug. Wusste ich bis dahin auch noch nicht. So, das Fahrzeug ist verunglückt bei Hannover, die Autobahn war gesperrt, 5 Stunden oder 6 Stunden. Die haben den vom Feld geholt, die ganze Ware aufgesammelt. Dem Fahrer ist zum Glück nichts passiert. Grund war, mit seinem Handy rumgespielt. Das ist auch das, was ich meistens sage. Viele sagen über Übermüdung. Ja, gibt's auch, aber heutzutage gibt's das eigentlich fast nicht mehr wegen diesen ganzen Kontrollen und allem. Gut, im Sprinterbereich ist es natürlich nicht so stark oder eher sehr schwach, aber trotzdem, meistens ist es tatsächlich so, dass einfach am Handy rumgefummelt wird und man einfach dann die Kontrolle verliert. Genau. Und dann ruft der Polizist mich an, nachts gegen 2 Uhr. Ich werde so wach. Ich sage, ja, ihr Auto hat Unglück. Ich sage, ich wecke meine damalige Freundin, ich wecke sie. Ich sage, hast du die Versicherung, hat heute Nacht doch gewechselt, ne? Und sie sagt so, ja. Ich sage, Gott sei Dank, wir haben 2 Uhr. Und dann kommt das Protokoll von der Polizei. Wir haben erstmal am nächsten Tag einen anderen Fahrer dahin geschickt, den Fahrer geholt, der hat in der Nacht im Hotel übernachtet. Okay. Also das musste erstmal auch alles organisieren, dann alles im Halbschlaf. Wir haben den Fahrer dann abgeholt. Dann kam das Protokoll mit dem Fahrer zusammen von der Polizei und es stand im Protokoll 0 Uhr als Unfallzeit. Okay, ich hab das, aber das ist auch blöd. Warte, ich habe das der Versicherung, habe ich das eingereicht. Die Versicherung schreibt zu mir, ja, ist schön und gut, wir zahlen die Bergungskosten, die haben sich um die 14.000, 15.000 Euro belaufen. Okay. Für einen Sprinter. Boah. Wir bezahlen die Bergungskosten, aber wir bezahlen nicht den Schaden am Fahrzeug. Jetzt so, ja, warum? Ich habe Vollkaskoversicherung, das Auto ist neu. Ja, es ist genau zu diesem Zeitpunkt, 0 Uhr, ist das Fahrzeug nicht versichert. Ich habe einen Flottentarif mit über 30 Fahrzeugen bei Ihnen. So, wollen Sie mich verarschen oder weiß ich nicht was? Ja, und dann sagen sie, ja, tut uns leid, wir können nichts machen. Wir haben das dann natürlich Anwalt abgegeben. Natürlich stand der Sprinter dann die ganze Zeit in Hannover, Tag für Tag, 25 Euro Parkgebühr. Am Ende haben wir das durch Anwalt auch nicht geschafft zu kriegen. Ich habe dann versucht, weil der Abschlepper war auch ein Pole, ich habe dann mit ihm versucht, ein bisschen zu verhandeln. Okay. Am Ende haben wir nur die Hälfte bezahlt, aber das Auto stand 2 Monate da. Ja, das sind ja Kosten, ja. Die checkt man halt auch einfach nicht. Ja. Und der Fahrer, der wird ja auch weiter bezahlt und richtig. Also das sind ja alles Kosten. Du musst ja auch, da du ja das Auto fest verplant hast, musst du ja gleich wieder einen Ersatz haben. Das heißt, du gehst dir gleich ein neues Auto auf Finanzierung holen. Du weißt noch gar nicht, was mit dem anderen Auto überhaupt passiert. Aber du musst ja weitermachen. Ja, klar. Das Auto hat eine feste Tour, also muss ich das ersetzen. So, Mietwagen lohnt sich dann nicht, weil ich denke mir dann, okay, ich kann den ja dann vielleicht mit Versicherung abrechnen oder nochmal reparieren, weil in Polen ist es ja günstiger zu reparieren wie in Deutschland zum Beispiel. Ja, dann haben wir das Auto, also es war ein Gutachter geschickt worden und der Schaden wurde auf 17.000, 18.000 Euro. Kein Totalschaden, aber es war ja sowieso egal, die Versicherung zahlt ja nichts. Oder die Hälfte halt. Ja, die haben gar nichts gezahlt, weil es halt an dem Zeitpunkt. Achso, die haben später gar nichts. Ich hab verstanden, dass du dich mit denen vereinbart hast. Mit dem Abschleppunternehmen. Ah. Die Hälfte der Parkgebühren. Ah, okay.
dadurch, dass wir einen eigenen Autotransporter hatten mit einem Anhänger für zwei Fahrzeuge, diesen 9 Meter langen Anhänger, bin ich dann selber nach Deutschland gefahren, habe das Auto geholt. Zu mir, wir hatten uns dadurch, dass wir halt auch so viele Fahrzeuge hatten, einen eigenen Mechaniker, eigene okay. Halle, das Auto reingeholt. Am Ende haben wir den für knappe 5.000, 6.000 Euro ungefähr haben wir den repariert. Okay. Dadurch, dass wir keinen großen Lohnkosten haben, ja, ja, unser eigener Mechaniker. Ja. Das Auto war frisch repariert, geht auf seine erste Tour wieder. Okay. Und dann kam die Brücke. Aber das ist, der Hammer ist ja, der Fahrer hat es einfach drunter unter der Brücke stehen lassen. Genau, das war ein neuer Fahrer. Ja. Der ist unter die Brücke umgebremst. Wir sind ja später hingefahren. Dank GPS wussten wir ja, wo das Auto ist. Wir sind hingefahren, da war keine Bremsspur, gar nichts. Die Brücke war 2,20 Meter oder 2,50 Meter hoch. Ja, und der Sprinter ist 3 Meter hoch. Also hat er Cabrio draus gemacht. Zum Glück nicht die Schlafkabine, also hast du die Schlafkabine. Ja, ja. Hinten die ganze, also der ganze Planaufbau inklusive Ware war komplett total schade. Wir kommen, wir versuchen den Fahrer zu erreichen, der Fahrer ist nicht erreichbar. Wir kommen dahin, das Auto steht da, Schlüssel liegt drinnen am Straßenrand. Der ist einfach nach Hause. Der ist nach Hause, den haben wir auch nie wieder gesehen oder gehört. Das sind halt die Sachen, die ich jedes Mal einfach sagen will. Ich weiß, wir sind bei vielen immer die bösen Arbeitgeber, die eigentlich nur schauen, wie sie ihren Arsch durchbekommen. Es ist aber einfach nicht so. Du hast heutzutage einfach wirklich tagtäglich mit Idioten zu tun. Und es macht halt auch immer weniger Spaß, oder? Also ja, ich weiß also, jetzt. Ganz ehrlich, wenn ich mal manchmal so mir denke, ich habe keine Firma, die ich führe, sondern einen Kindergarten. Also es sind Probleme, wo ich denke, die Menschen, wie haben die bis jetzt gelebt? Ja, ja. Ja, 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 wo genau. Ist der Kopf geblieben? Ja, ja. Ohne jetzt jemanden zu beleidigen oder so. Ja, gut, ich meine, guck mal, du sagst einfach das, was es ist. Wenn es für ihn eine Beleidigung ist, dann soll er was ändern in seinem Leben. Also, nee, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Was aber jetzt, also das sind... Wie gesagt, wir reden ein bisschen querbeet, einfach, dass ihr euch ein bisschen Bild machen könnt. Jetzt aber würde ich gerne so ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, was würdest du jetzt zum Beispiel jemanden raten, der sich heutzutage mit einem Sprinter selbstständig machen will? Also die Frage kommt sehr oft bei mir unter Videos, lohnt sich das überhaupt noch? Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Kannst gerne mal sagen, was deine Meinung dazu ist. Also meine ehrliche Meinung dazu ist, wenn ich mit einem Fahrzeug anfange und jemanden draufsetze, dann funktioniert schon mal gar nicht. Also ich muss wenn selber fahren. Genau. Und ich muss einen Bereich finden, den nicht jeder macht. Das heißt, wir haben zwar auch eine Firma in Polen zum Beispiel, aber zum Beispiel, wenn ich auf Polensprinter gehe, du wirst keine Chance haben als deutsches Unternehmen gegen ein polnisches Unternehmen. Die Lohnkosten sind niedriger, auch wenn du viel in Polen bezahlst. Als polnischen Lohn bist du trotzdem unter dem deutschen Lohn, da die Nebenkosten zu hoch sind. Genau. Also du hast ja in Deutschland zum Beispiel einen Fahrer, der kostet dich 2.500 plus Nebenkosten bist du schon bei knappe 4.000 Euro. Würde ich auch sagen. Also ich rechne, bei mir ist es so, zum Beispiel 4.500 kostet mich ein deutscher Fahrer, wenn ich, also die ganzen Abgaben und alles und seinen Urlaub und alles reinrechne, da sind wir im Schnitt bei 4.500. Ja, also bei mir, ich kann ja auch ehrlich sagen, was meine deutschen Fahrer zum Beispiel haben. Meine deutschen Fahrer haben mit Spesen, die sind ja von Montag bis Freitag unterwegs, sind aber jeden Abend wieder zu Hause. Okay. Mit diesem Tagesspesensatz zusammen kommen sie auf netto knappe 2.000 Euro. Das heißt, für mich kostet 4.000 Euro. Ja, ja. 4,2 ungefähr. Dann ja, okay. Okay. Ja. Und ich finde, das ist für ein Gehalt für einen Sprinterfahrer ist so. Relativ okay in Deutschland. Guck mal, was Gehalt angeht, ich will gar nicht jetzt drüber reden, was viel und wenig ist, weil da hat jeder seine eigene Meinung. Viele, also wirklich viele Fahrer denken, dass die irgendwie besser bezahlt werden sollten als Ärzte und Chirurgen. Aber also ich würde schon sagen, dass in einer normalen Firma, klar gibt es immer schwarze Schafe, aber ich würde jetzt mal sagen, dass in einer normalen Firma die Gehälter heutzutage in Deutschland nicht schlecht sind, würde ich sagen. Nein, also wenn ich jetzt andere Länder sehe, also ist Deutschland schon ziemlich weit vorne. Also weil, klar gibt es auch Firmen, wo du mit, keine Ahnung, 1.800 brutto, wir haben ja, ich habe ja mal so eine Umfrage gemacht, da gab es auch Fahrer, die in Deutschland unter 1.600 Euro brutto haben, plus Spesen.
Aber ehrlich gesagt, ich würde sowas nur mitmachen als Anfänger. Ja. Einfach um ein paar Kilometer unter den Arsch zu bekommen. Und dann würde ich schauen, dass ich irgendwo einen besseren Job finde. Aber wer das mitmacht, der tut es ja eigentlich indirekt auch gleich unterstützen. Richtig. Aber du kannst doch nicht, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du fährst jetzt ein paar Monate und willst dich dann selbstständig machen, zum Beispiel, als Beispiel. Du unterschätzt das, was überhaupt alles dahinter ist. Ja. Die ganzen Versicherungen, die ganzen Steuern, alles. Also das ist nicht, was da reinkommt, ist nicht dein Geld. Also ich finde es gut, dass du am Anfang erwähnt hast, weil diese Frage kommt einfach so oft, oder was heißt Frage? Bei mir melden sich Leute und sagen, hey, ein Freund und ich, wir wollen eine Firma aufmachen. Es geht jetzt, ist egal, ob Sprinter oder LKW, also 40 Tonner oder 18 Tonner, ist egal. Wir wollen eine Firma aufmachen und ja, der Freund, der ist LKW-Fahrer und ich bin Disponent, ich würde dann den LKW disponieren. Dann denke ich mir, Alter, ein LKW heutzutage so praktisch zu führen, dass der zwei Gehälter ausbezahlt, und zwar Geschäftsführergehälter, da musst du schon in was ganz, ganz Speziellem drin sein, wo du wirklich auch dieses Geld irgendwie rausbekommst. Das heißt, dieser Disponent, der dann im Büro sitzt, weil wenn der jetzt ein LKW disponiert, dann macht der ja theoretisch gar nichts, außer wenn es jetzt wirklich so irgendwie Sammelgut wäre, ja, ganz Spezielles, aber Alltagsjob. Also mit anderen Worten, wenn ihr anfängt, alleine, setzt euch rein. Christian saß alleine im LKW am Anfang, ich saß einmal alleine im LKW am Anfang. Seid euch nicht zu schade. Ihr müsst auch später einfach verstehen, wenn euch die Fahrer, wenn ihr eigene Angestellten habt, ist es wichtig, dass ihr die verstehen könnt. Ob der jetzt lügt, ob der jetzt die Wahrheit sagt, weil du weißt es einfach, weil du hast es mitgemacht. Du weißt, was dir alles passieren kann auf der Straße. Du kriegst ja mit der Zeit, weißt Richtig. Du genau, wo Stau ist, wo kein Richtig. Stau ist. Auch der Fahrer zum Beispiel, der erzählt dir irgendwas und du weißt, der lügt nicht. Ja. Aber wenn du das nicht selber kennst, würdest du sagen, er lügt. Ja, ja. Ja, das ist einfach... Genau das ist es. Genau das Gleiche ist auch, er kann dir nicht irgendwas vom Pferd erzählen. Also du weißt genau, um was es geht. Auch wenn der Fahrer irgendwo Probleme hat beim Laden, Abladen, du kannst ihm schon per Telefon sehr viel helfen. Heutzutage, der macht WhatsApp-Video-Anruf und dann kannst du ihm zeigen, was er zu tun. Genau, nee. Also das ist schon... Heute, wir hatten sogar einen Fall, bei einem unserer Scania ist irgendwie was kaputt gegangen und die haben uns tatsächlich, haben die uns einen geschickt, einen Mechaniker, der in der Lehre ist. Und der ist dann gekommen, der hat einfach absolut keinen Plan gehabt. Und die haben tatsächlich über Handy, über WhatsApp oder was auch immer, also über einen Videocall, haben die tatsächlich dieses Teil ausgetauscht. Ja. Also es geht halt heutzutage viel einfacher. Und das ist auch, was ich oft sage, alles lieber ein Foto mehr zu machen als eins Richtig. Weniger. Wenn irgendwie was kaputt gegangen ist oder so, fotografier's. Oder wenn eine Palette... Wenn du jetzt beladen wirst, eine Palette steht irgendwie schief, ja. Die wollen das nicht umladen, fotografierst, weil später, wenn es umfällt, Richtig. Dann bist du der Dumme. Wir haben jetzt vor 2 Wochen das gleiche Problem gehabt. Wir haben geladen am Flughafen, eine Sendung mit 15 Kartons. Okay. Die Ware hat 75.000 Euro Warenwert. Okay. Der Fahrer hat den Karton, weil er sich ein bisschen zu faul war, das einfach machen wollte, den Karton einfach nach vorne geworfen. Und der eine Karton ist auf den anderen Karton gefallen. Vorne die Ecke war ein bisschen kaputt. 25.000 Euro Warenschaden. Was? Ja. Weil das war irgendwelche Computerchips. Also er fährt, man muss es nochmal dazu vielleicht sagen, vielleicht sagen wir es am Anfang. Er fährt halt, er hat sich wirklich komplett spezialisiert auf Sachen, die eigentlich so niemand macht, also Computerchips, dann, du hast ja jetzt auch die, glaube ich, die Impfstoffe genau, gefahren, Impfstoffe für COVID-19. Also Medikamente, und da ist halt immer noch etwas zu holen an Geld, wenn man es seriös betreibt. Richtig, also da brauchst du auch nicht eine riesen Flotte, da reicht eine kleine Flotte, aber dafür machst du es dann ordentlich. Nach dem Motto, klein aber fein. Richtig. Ja.
Aktuell haben wir auch, wir haben 12 Fahrzeuge gerade. Ich muss selber überlegen. Wir haben 12 Fahrzeuge. Ja, der schickt mir dauernd Fotos, wenn er was Neues hat. Vor allem seine PKWs, die tauscht er so, ja. Ich würde mal sagen, manche Leute tun seltener ihre Socken und Unterhosen tauschen. Ja, das muss man machen. Ja gut, wir mögen halt Autos, ist halt so. Ja, nee, also ich find halt wirklich interessant, dass man, wie gesagt, man hat halt immer Höhen und Tiefen. Es ist bei einem Unfall, wenn zum Beispiel jetzt irgendwas ein Fahrer schrottet, ist es natürlich nicht das Gleiche. Bist du irgendwie gleich erst am Anfang deiner Firma oder passiert sowas nach 10 Jahren, wo du schon, sagen wir mal, auch finanziell eine gewisse Stabilität hast? Also ich bin zum Beispiel, was die LKWs angeht, ich bin so momentan in der Phase, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr, bis die abbezahlt sind. Ich will die Dinger nur noch weghaben. Ich will keine Fahrer mehr sehen. Ich will einfach keine Fahrer mehr sehen. Und dann, egal was passiert, meine Disponentin ruft mich an und sagt, Luca, wir haben da ein Problem oder dies oder das ist kaputt gegangen. Ja, tausch einfach. Ist scheißegal, lass mich in Ruhe. Egal wie viel es kostet, ich habe keinen Bock mehr überhaupt in das Ganze. Und deswegen finde ich es gut, dass du einfach, auch wenn du Rückschläge hattest, also zum Beispiel die Preise gehen runter. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, du fängst für jemanden an zu fahren und die Preise gehen nicht hoch wie alles in der Welt. Der Sprit geht hoch und dein Preis alles, geht runter. Alles, genau. Ja. Sprit geht hoch, Fahrzeuge werden teurer, die Gehälter gehen hoch und die Monopolisten, ich will jetzt da nicht die Deutsche Post nehmen als Beispiel, weil es gibt einfach viel zu viele, die genau so funktionieren. Das sind alle Großen eigentlich. Alle Großen, ja. Alle, egal ob Automobilhersteller oder wie auch immer, die tun immer reden, wie deren Arbeiter, Mitarbeiter sehr gut bezahlt sind, vergessen aber, dass praktisch 80% der Arbeit Subunternehmer erledigen und vergessen da zu erwähnen, was für Konditionen diese Subunternehmer haben. Ja, vor allem was auch ihr eigener Fuhrpark, die haben ganz andere Spritpreise, die haben ganz andere Rabatte bei den Kunden. Zum Beispiel, wir haben ja Mercedes, wir haben auch dieses VIP-Mercedes, also wir haben auch einen höheren Rabatt, wie zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Fahrzeug kommst, was Reparaturen bedeutet. Also ich repariere billiger bei Mercedes direkt, wie wenn ich jetzt irgendwo in eine Werkstatt gehe. Okay. So als Beispiel. Aber das liegt dann daran, am gewissen Fuhrpark, den du hast. So, wenn du jetzt anfängst mit einem Auto, du bist ja überall neu. Okay. Dann zahlst du da teuer, also es ist... Ja, ist kein einfaches Brot, definitiv. Ich meine, oft wird einfach auch vergessen, zum Beispiel, man darf sagen, du verdienst schon gutes Geld in dem Ganzen. Also meine Fahrer gucken das auch. Ja, also gerade so, dass du halt ja, also, einmal in 5 Jahren Urlaub machen kannst. Ja, so. Also ich konnte mir jetzt schon so ein Apartment hier, so ein Zimmer-Apartment in Zada leisten. Also nicht kaufen, sondern mieten eine Woche. Mieten. Also er kommt irgendwie über die Runden, aber man muss dazu sagen, und das darf man einfach nicht vergessen, er hat sich einfach für etwas spezialisiert. Wenn ihr einfach einer von Millionen sein wollt, also ich bin jetzt klug, ich will nicht mehr für andere arbeiten, ich kaufe mir jetzt einen 3,5 Tonnen Sprinter oder was auch immer und ich ziehe das jetzt einfach durch und bin einer von XY, dann ist es eigentlich nur ein Hungerlohn. Du verdienst weniger als dein angestellter Fahrer. Als dein angestellter Fahrer, genau das. Und das glauben Leute nicht, Aber wenn du so Spezialsachen machst wie jetzt Christian, dann hast du natürlich auch ein Problem. Und zwar das Problem ist, wenn du diese ganzen Spezialsachen machst, dann hast du ein Riesenproblem, dass du praktisch nie dein Handy ausschalten kannst. Und wenn ich sage nie, dann meine ich nie. Das heißt, genau. Das heißt, du kannst entweder jemanden einstellen, der irgendwie deine Entscheidungen trifft, aber bei 10 oder 12 Fahrzeugen ist es eigentlich nicht möglich. Jetzt musst du wieder entweder größer werden, dann verlierst du wieder an Qualität, oder du bleibst kleiner, übersichtlicher,
Aber dann machst du halt alles. Ja, also damals, ich muss auch sagen, damals, wo wir den ganzen Fuhrpark hatten, also du hast viele Sachen auch nicht mehr mitbekommen. Das heißt, die Qualität ist schon geschrumpft. Dann kommt irgendwann der Kunde und sagt, hey, ich möchte nicht mehr mit euch fahren, weil genau das und das. Aber du hast gar nichts davon mitbekommen. Und jetzt, also ich bin immer am Puls. Also okay, ich weiß genau, um was es geht. Okay, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe Kontakt mit den Fahrern, mit meinen Disponenten. Also ich habe jetzt, in Polen haben wir einen Disponenten sitzen, in Deutschland eine Disponentin. Funktioniert ganz gut. Natürlich gucke ich auch im Urlaub, was da so. Ja, aber wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann wirst du gerufen. Richtig, dann. Dann kannst du 20 Leute dort haben, aber. Genau. Ja. Also du hast schon eine Riesenverantwortung, vor allem wenn du hochpreisige Fracht hast. Das heißt ja auch, okay, ich habe eine Versicherung, bla 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 bla, aber die Versicherung ist einmal da, zweimal da, beim dritten Mal ist die nicht mehr da. Genau. Finde dann mal eine neue Versicherung. Ja. Das ist halt. Das ist, also in Kroatien geht sowas noch, aber in Deutschland ist tatsächlich, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Steuerberater geredet, in Deutschland werden jetzt massenhaft Firmen in Banken gekündigt. Ja. Ja, die kriegen einfach keine Bank mehr, weil, keine Ahnung, die Firma vielleicht, also es sind echt, also du kriegst den Grund auch nicht genannt. Du kriegst einfach eine Kündigung, hast irgendwie 3 Monate, ich weiß jetzt nicht genau, dass du eine neue Bank findest. Problem ist, dass aber alle Banken in Deutschland angefangen haben, so zu funktionieren. Gut, in Kroatien ist es, wie gesagt, immer noch nicht so. Aber das sind einfach auch die Punkte, wo man auch manchmal einfach sagen muss, okay, hier funktioniert es vielleicht von den Gesetzen her nicht, dann gehe ich halt irgendwo hin, wo es funktioniert. Also wo es für mich angenehmer ist zu arbeiten, wo ich, viele tun ja immer sagen, ja, oh, der macht das, um keine Steuern zu zahlen, der macht dies, der macht. Leute, es geht nicht immer alles um Steuern, nicht immer alles ums Geld. Es geht auch manchmal einfach darum, dass Sachen viel einfacher, viel unkomplizierter sind. Das ist ja auch in Deutschland zum Beispiel. Du kannst auch in Deutschland ganz normal, legal dein Geld verdienen, ohne irgendwo welche Steuern sparen zu müssen in anderen Ländern oder so. Genau. Es geht einfach nur darum, es ist viel, viel einfacher in anderen Ländern, das zu erledigen, als wie in Deutschland. Ja, ja. Ist so. Und dann, vorhin haben wir das Thema auch gehabt, einfach auch dieses Schutz der Arbeitnehmer. Arbeitnehmer sind halt auch in Kroatien, in Polen ist es anscheinend nicht so. Nee, gell? In Polen ist es anders. Ja, in Deutschland und in Kroatien ist es halt wirklich so, wenn der Mitarbeiter dich jetzt irgendwie vor Gericht bringt, dann hast du eigentlich in 99% hast du verloren. Und genau. Und das wissen die. Das wissen die. Und es gibt wirklich Leute, die nur auf sowas aus sind. Nur auf sowas aus sind, dass du die kündigst, irgendwie dumm, einfach kündigst, ohne irgendwie davor irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Warnungen oder ja, was schreibst du an Mahnungen. Mahnungen geschrieben hast. Und der hat, ich glaube, hier in Kroatien 3 oder 5 Jahre hat der Zeit und kann dich immer noch verklagen. Er gewinnt vor Gericht. Und du musst die ganzen Gehälter, du musst ihn zurücknehmen in die Firma und die ganzen Gehälter rückwirkend nachzahlen. Also mit anderen Worten, es wird einem wirklich der Spaß genommen, zu versuchen, eine große, ernsthafte Firma aufzubauen eigentlich. Ja. Ja, ist einfach so. Das ist ja auch, wo ich jetzt in Deutschland die Firma wieder aufgemacht habe. Für mich war das ja auch, ich habe 10 Jahre in Polen eine Firma. Dann arbeitest du auch nach polnischen Rechten. Also du hast dich gewöhnt, wie es in Polen ist. Und dann kommst du nach Deutschland und dann heißt es, ja okay, du brauchst 5 Mahnungen, wenn mal was nicht funktioniert. Du hast Kündigungsfrist 3 Monate. Das ist auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, bei uns ist ein halbes Jahr Probezeit. Das habe ich auch. Weil es geht nicht anders. Das also bei mir ist es überall so, in Deutschland, in meinen deutschen und kroatischen Firmen, halbes Jahr ist Probezeit. Und 12 Monate ist der Vertrag. Genau. Und nach 12 Monaten mache ich dann unbefristeten Vertrag. Genau das gleiche mache ich auch. Wenn ich natürlich bei einem Fahrer, ich hatte jetzt ein paar Mal Situation, dass er irgendwie einen Kredit aufnehmen will, dann ruft er mich nach 7, 8 Monaten an, hey, könnte ich, wenn ich weiß, ich hatte mit dir nie Probleme, dann mache ich das. Aber du musst dich einfach wirklich schützen. Deswegen will ich auch nochmal, und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil viele machen sich gerade mit den Sprintern selbstständig, weil es einfach eine
recht günstige Einstiegslösung oder Variante ist. Ja, die Kosten sind überschaubar. Genau, die Kosten sind einfach überschaubar. Jeder kann sich irgendwie, also ich meine jetzt ein LKW-Fahrer, der seit ein, zwei Jahren hinterm Lenkrad sitzt, auf dem Bock sitzt, wenn der keine 5000 Euro hat für einen gebrauchten Kastenwagen, dann hat er sowieso was falsch gemacht und kann einfach offensichtlich nicht mit Geld umgehen. Aber die meisten werden einfach genau das, die sagen sich, ja, so ein LKW ist halt schon, da sind ja auch die Reparaturen, da ist die ganze Instandheizung, das ist ein neues Wort. Instandhaltung, Versicherung, Maut, Sprit, alles ist teurer. Deswegen wollen halt viele mit 3,5 Tonnen starten. Und genau da ist halt das Problem, dass auch der Markt recht schlecht kontrolliert wird. Überhaupt nicht. Also oder gar nicht, kaputagetechnisch oder so. Das ist ja Chaos total. Null. Und anstatt einfach immer zu heulen, die Osteuropäer oder dies oder das, du musst dich einfach mit den Problemen, die du hast, musst du einfach da eine Lösung finden. Genau, du musst das Beste draus finden, weil du hast das Problem. Du kannst dieses Problem nicht wegdenken oder sonst was. Wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel ein Thermosprinter von mir, deutsche Zulassung, Auto ist ja auch teurer, der Fahrer da drauf ist teurer. Also ich bin mehr als die Hälfte teurer wie ein polnischer Sprinter. Mein Vorteil ist, mein Fahrer spricht Deutsch. So, das ist der einzige Vorteil, den ich gegenüber zur polnischen Firma habe. Aber ist so. Ja. Das ist so. Du hast ja theoretisch und der Vorteil, weil viele sagen, der Fahrer ist das wichtigste Glied gegenüber nach außen. Ist er auch tatsächlich, aber wenn du hinten, wenn du nicht alles organisierst, dass die Touren rechtzeitig gebracht werden, dass die Ware gebracht wird, dass, weil du musst ja dahinter stehen. Das heißt, wenn du siehst, dass ein Fahrer schon in der ersten oder zweiten Woche, dass der sich dumm anstellt, dann musst du wirklich schauen, dass du dem einfach gegen einen anderen Austausch. Ist egal wie dumm das klingt. Das hört sich doof an, aber es ist einfach. Ist so. Ein Fahrer kann auch die ganze Firma kaputt. Komplett. Also. Komplett. Wir hatten jetzt die Situation mit einem Auftraggeber von mir. Wir saßen jetzt zusammen und er hat, also bei mir sind meine LKWs sind bei denen im Vollcharter und da hatte ein Unternehmer mit 3 LKWs bei sich. Und der eine Fahrer hat einfach gesagt, also da waren 3 Ladestellen, dass er einfach nicht zu dieser dritten Ladestelle fährt. Also nicht jetzt, weil er es zeittechnisch nicht konnte, weil er keine Fahrzeit oder was auch immer. Es war Freitag, er wollte nach Hause, er hat gesagt, er macht es nicht und er fährt nach Hause und gut ist. Dann hat sein Chef, also natürlich mein Auftraggeber, hat versucht mit seinem Chef zu reden. Und der Chef hat dann versucht, der Fahrer ist einfach wieder zurückgekommen auf den Hof, ohne diese dritte Ladestelle mitgenommen zu haben. Und ja, dann hat einfach auch mein Auftraggeber gesagt, guck mal, ey, sowas, wenn sowas noch einmal passiert, dann fliegt deine ganze Firma, also dann fliegt nicht ein LKW von dir raus, sondern alle 3. Und deswegen, man muss halt die ganze Zeit als Unternehmer balancieren, dass du den Mitarbeitern gutes Gehalt gibst, weil das finde ich auch immer interessant in den Kommentaren. Ja, zahl doch die Leute anständig und dann passt es schon. Nee, das kann nur jemand sagen, der es nie versucht hat. Das ist dann ein anständig bezahlter, schlechter Mitarbeiter. Genau, genau, schön gesagt, ein anständig bezahlter, schlechter Mitarbeiter. Genau das ist es. Du wirst aus einem Idioten nie einen guten Arbeiter oder guten Menschen machen, weil du dem sein Gehalt anhebst. Vergiss es komplett. Ich habe es versucht. Ich hatte solche Situationen mehrmals und glaub mir, das ist einfach nur Bullshit. Das Einzige, was du mit einem guten Gehalt machen kannst, ist einen guten Fahrer bei dir behalten. Richtig. Und das wird auch jeder Chef, der ein bisschen was im Kopf hat, wird es auch machen. Das heißt, wenn ich dann höre, sind wir nicht alle gleich. Also das sagen gerne die schlechten Fahrer. Ihr seid leider nicht alle gleich. Leider. Und ja,
Das ist, ich würde mal jetzt sagen, wir haben eigentlich, haben wir noch so ein bisschen, also wir könnten schon bald zu den Zuschauerfragen kommen. Da, das will ich aber jetzt so nicht beim Fahren machen. Wir fahren jetzt schön in den Yachthafen. Ihr wisst ja, wo ich gerne entspanne. Und da parken wir, stellen uns hin und dann gehen wir auf eure Fragen ein. Vielleicht ist ja noch welche Frage dazugekommen. Wie gesagt, ich konnte es erst gestern, wann war das? Es war ja fast Mitternacht, gell? Ja. Also gestern um gegen 23 Uhr oder Mitternacht konnte ich erst das Ganze posten, damit ihr Fragen stellt. Ist halt jetzt so gelaufen. Wir wollten eigentlich auch so einen Livestream machen und mehr machen. Ich bin aber erst vorgestern aus Deutschland zurück, muss wieder jetzt nach Deutschland. Er ist hier im Urlaub, hat natürlich auch seine Pläne und es war gar nicht so einfach eigentlich, dass wir zusammenkommen. Aber das ist ja immer so. Genau, ist immer so. Aber wir sehen uns jetzt, sobald wir in dem Yachthafen sind. Also Leute, ihr könnt leider diesen wunderschönen Ausblick nicht sehen. Aber wir sind gerade im Yachthafen und wir haben jetzt gerade so ein bisschen geschwärmt. Es ist einfach, also wenn man das jetzt hier einfach sieht, oder ich mach's mal so, ich fotografiere es für euch, einfach diesen Ausblick. Also jetzt fühlen wir uns auch arm. Genau, jetzt fühlen wir uns auch arm, genau, so ist es. Aber hier bist du halt einfach auch arm, so gesehen. Ich hatte das gestern, ne? Ja. Wir fahren ja nach Pula zu Bekannten. Okay. Ne? Und wir haben ein Hotel gesucht, ne? Wir gucken nach einem Hotel und meine Frau sagt so, guck mal, dieses Hotel. Ich gucke so Fotos, Ferrari, Porsche, alles steht davor. Ich so, nein, da fahren wir nicht hin, weil dann bin ich unten. Ja, weil du hast in Rovin, glaube ich, ist ein Hotel, das ist echt brutal. Kostet aber so um die 800, 900 Euro die Nacht. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt momentan so nicht im Kopf, wie viel Geld ich haben müsste, um 800 oder 900 Euro für eine Nacht zu zahlen. Ich bin da irgendwie zu geizig, ich weiß es nicht. Also ja gut, kurz vorm Pleite gehen machen wir das nochmal. Ja, oder kurz vorm Pleite gehen. Also kurz bevor ihr pleite geht, einmal haut nochmal richtig drauf. Nochmal Leasing nehmen. Spaß beiseite. Ich will auch hier nochmal erwähnen, aber da könnt ihr mir auch helfen. Und zwar der Christian, der redet schon ein halbes Jahr drüber, wie er einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen will. Und er hat sogar eine Kamera gekauft, die hat er sogar hier irgendwo mit. Ja. Und der Kanal ist auch schon auf. Ich werde ihn hier verlinken, wenn es geht, aber er hat noch kein einziges Video hochgeladen. Er sagt zwar, es sind Zeitprobleme, aber ich glaube, er hat irgendwie Angst. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ich bin mir ziemlich sicher, dass er die lesen wird, wenn ihr Lust habt, dass er einen Kanal aufmacht, wo er wirklich darüber redet, wie man sich selbstständig macht in dem praktisch Sprinterbereich, also in diesem ganzen Expressbereich, weil wir können hier alle Themen, das geht gar nicht, dass wir das alles aufgreifen. Und ihr könnt auch gerne, ich tue auch seine Firma unten verlinken, also die Firma Doma Import. Er macht auch Transporte nach Kroatien. Also wenn jetzt jemand irgendwie privat irgendwas nach Kroatien transportieren will oder wie auch immer. Ja, wir organisieren auch Boottransporte zum Beispiel. Kannst gerne alles nochmal sagen, was deine Firma macht. Ja, also wir sind eigentlich spezialisiert. Also unser Firmenlogo ist schon, dass wir der Kroatien-Experte sind. Das heißt, wir fahren eigentlich alles Mögliche nach Kroatien. Was wir mit unseren eigenen Fahrzeugen nicht fahren können, organisieren wir. Zum Beispiel Boottransporte, Yachttransporte und so Sachen. Ja, und halt unser Hauptgeschäft, wirkliches Hauptgeschäft, ist, dass wir Pharma-Transporte machen mit Luftfracht. Wir sitzen in Polen, in Deutschland, wie schon gesagt, direkt am Flughafen Frankfurt am Main. Ja. Ich muss auch erwähnen, Christian hat mir geholfen damals, wo ich mein DAF gebracht habe, weil er ja Polnisch kann und alles, hat er praktisch diese ganze, ja, ganze Sache abgewickelt und hat sich dann auch kurzfristig mal so in Frankfurt ins Auto gesetzt, um nach Polen zu kommen, um mich vom Flughafen abzuholen, ins Hotel zu fahren und dann später zum LKW zu fahren. Also hier will ich mich auch nochmal bedanken. Jetzt kommen wir aber zu den Fragen, die die Abonnenten gestellt haben an dich. Ja, schau mal. Ich muss auch mal schauen, wie ich da genau reinkomme. Geht ganz normal über YouTube. Mein Kanal.
Nee. Ich muss ja in die Community so, jetzt hier. Okay. Also, wir haben vier. 1, 2, 3, 4 Fragen. Ist ja gut. Also, erste Frage. Wie läuft das Geschäft in der Corona-Zeit vergleichen zu den Jahren ohne Corona? Also, unsere Firma in Deutschland haben wir im April 2020 aufgemacht. Das heißt, direkt in Corona. Im Ende März wurde ja der Lockdown gemacht. Genau. Oder Mitte. Ich glaube, 19. März. Geburtstag, schön zu meinem Geburtstag, 22. März. Okay. Okay. Geburtstagsgeschenk. Perfekt. Lockdown. Firma gerade aufgebaut oder soll aufgemacht werden? Gerade am Aufbauen. Ja, also wir haben vorher ganz normale Fracht gefahren. Zum Glück haben wir dann auf Pharma umgestiegen und auf diese speziellen Transporte, weil sonst wäre es schon schwer gewesen in Corona, weil der normale Warenverkehr war halt. Ja, war halt tot. Genau. Wir hatten eigentlich keine Probleme mit Corona, dadurch, dass wir halt Pharma fahren und Pharma war halt auch Impfstoff. Ne? Also wir haben jetzt in dem Jahr, also wir haben jetzt von April 2020 bis, was haben wir jetzt, September 2021, haben wir 10 Fahrzeuge dazu gekauft. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass dir Corona ein bisschen geholfen hat vielleicht. Ja, schon. Also ich kann nicht sagen, dass ich von Corona große Probleme hatte. Also dann hättest du wahrscheinlich ohne Corona hättest jetzt für diesen Urlaub kein Geld. Jetzt hat gerade so für das Apartment gereicht. Dann habe ich hier also eine Frage, die nehmen wir als letzte. Die wurde auch hier zweimal gestellt und die habe ich 100-mal schon gestellt bekommen. Also der Norbert Albert fragt: Hallo, hätte folgende Frage. Wie schaut die Realität mit dem Fahrtenschreiber bei den Sprintertransporten aus? Die Gesetzlage ist klar, über 3,5 Tonnen Gesamtmasse ist es Pflicht, also sobald man einen Anhänger anhängt, darunter muss ein Fahrtenbuch geschrieben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gemacht wird und auch glaube ich, dass die Polensprinter, die auch teilweise mehr wie 3,5 Tonnen haben, auch darauf verzichten. Ich freue mich auf Ihre Ansicht und auf den gesamten Podcast. Norbert Albert, liebe Grüße. Also als deutsche Firma ist es schon nicht so gut, diese Tageskontrollblätter nicht zu führen, da du sie wie Tachoscheiben aufbewahren musst als Firma. Genau, zwei Jahre? Zwei Jahre. Okay. Wenn du es nur als Kontrollbericht nimmst, ein Jahr, sonst zwei Jahre. Als ausländische Firma ist es eigentlich wirklich ein Stück Papier. Ja, aber du kannst trotzdem in Deutschland, also ich wurde zwar in Deutschland nur zweimal kontrolliert. Also du musst es schon ausfüllen. Ausfüllen. Es ist halt machbar, ein bisschen darauf ein bisschen anders zu schreiben, aber. Aber muss ich schon sagen, also dass manche über 3,5 Tonnen fahren ohne Fahrtenschreiber, das kann nicht sein. Das geht weil nicht. Du musst ja auch in Polen, Kroatien, wo auch immer zum TÜV und ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen kriegst du einfach nicht durch den TÜV. Gut, in Polen hast du schon einen Trick, du kannst das Fahrzeug als Mietwagen anmelden. Okay. Und okay. Schon hast du kein Fahrzeug. Ich habe nichts gesagt. Aber wir arbeiten, weil ich denke mal, wir kriegen auch in den nächsten 2, 3 Jahren kriegen wir auch Fahrtenschreiber in die Sprinter. Wir arbeiten ganz normal danach, weil wir auch unsere Abrechnung halt über diese Fahrtenbücher machen. Genau. Also ich brauche auch nicht in meinem Geschäft, was ich mache, darüber Politik zu machen, weil wir machen nur Sonderfahrten. Da ist das, die Marge ist ein bisschen höher. Und genau. Das ist auch bei uns zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Sprintern, wir haben ja keine Schlafkabine bei den Kühlern. Wir haben oft Schweiz, wir fahren halt oft in die Schweiz und die Fahrer übernachten einfach im Hotel. Also wir fahren hin, wir organisieren. Aber da habe ich jetzt eine Frage, weil ich habe ja das Problem auch oft. Wie macht ihr das dann mit der Kühlung? Der muss also erstmal abladen. Genau, er lädt ab oder neu, also dazwischen. So, ja. Oder wir suchen halt ein Hotel mit Stromanschluss. Ja, weil wir hatten zum Beispiel dieses Problem früher in Kroatien mit unseren 3,5 Tonnen. Wir hatten zwar also diese normale 230 Volt Steckdosen, haben wir, das musst du extra bezahlen bei den Sprintern. Ja, wir haben diese also du kannst ja bei diesen W200 Max, kannst du zum Beispiel auch normalen Stecker bestellen. Ich glaube, man zahlt 200 Euro mehr und dann geht es auch über 230 Volt. Okay. Und unsere Idee war auch, wir finden Hotels, da schließen wir uns dort an.
Es ist aber so gut wie unmöglich, eigentlich ein Hotel zu finden, wo du dich einfach so anschließen kannst, in Kroatien zumindest. Ob sich da jetzt was geändert hat, wie diese ganzen Elektroautos und so, weiß ich nicht. Aber damals war es tatsächlich unmöglich. Also ihr schlaft dann definitiv immer. Ja, ja, also unsere Fahrer übernachten nicht in den Autos. Gut, bei unseren polnischen Fahrzeugen, die haben Schlafkabinen. Ja, ja, klassisch. Die fahren ihr System, wie bei dir auch, 3-1. Mhm. Aber die Deutschen, also sie sind jeden Tag wieder zu Hause. Falls wir solche Touren haben, wie in der Schweiz, wir haben zum Beispiel Lugano sehr oft, das schaffst du in einer Lenkzeit nicht hoch und runter. Ja. Das heißt, wir fahren runter ins Hotel, nächsten Morgen laden wir und fahren wieder hoch. Ah, okay. Das ist halt. Okay. Und wenn halt zur Not mal, wenn so eine Situation ist, dass wirklich kein Hotel mit Strom gibt, muss leider das Auto die ganze Nacht laufen. Schließen wir ab ja, draußen und dann läuft. Weil das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja später dann alle unsere Fahrzeuge mit Bett. Also wir hatten immer hinten ein Bett und damals bin ja noch ich und mein Geschäftspartner, wir sind ja alleine gefahren und es war dann tatsächlich so, wir saßen, wir haben dann drin geschlafen und das Ding hat die ganze Nacht gelaufen, weil ja, was willst du machen, wenn du hinten noch 300-400 Kilo Dönerfleisch hast, das... Vor allem bei TK, also wenn ja, bei TK. 2 bis 8 Grad, da kann er schon mal 2-3 Stunden ausbleiben, das ist nicht... Nee, bei TK ist es aber da. Wir müssen halt, wir haben halt ISO auch, also ISO 9001 und ich muss halt und nach GDP, ich muss wirklich nach dem Plan arbeiten. Also ich kann jetzt nicht einfach das Auto irgendwo stehen lassen. Wir fahren ja Pharma. Du hast ja auch, du hast ja Temperatur, dieses Dingsbums-Nachweis genau. Und was jetzt bei uns zum Beispiel oft niemand fragt, aber auch bei Standard. Medikamenten ist es ja sogar, manchmal ist es ja so, dass jede Palette ihr eigenes Temperatur-Tracking hat. Genau, jede Palette hat nochmal einen Tracker drauf, plus unsere Autos haben 2 Anzeigen, mhm. Also an der Tür und hinten unterm Kühlgerät. Okay. Und dann wird ein Mittelwert daraus gerechnet und dann kriegen wir das aus, also wir haben unseren Ausdrucker dabei. Okay. Wir sind gerade auch dabei, weil wir haben unser eigenes Betriebssystem, dass wir dieses für den, also wir haben auch einen Kundenzugang. Bei jeder Fracht kann unser Kunde, wie zum Beispiel bei DHL oder so, dein Paket tracken. Okay. Dass er auch die Temperatur sehen kann. Ja, cool. Ja, das ist halt also digital alles. Praktisch, genau. Online, okay. Ja, dann zur letzten Frage. Das Video ist natürlich wieder ellenlang geworden, aber ihr mögt es ja. also LT fragt, welche Frachtenbörse außer Timocom oder welche Frachtenbörsen außer Timocom können Sie empfehlen? Tipps, wie man die Kunden kriegt. Also sind es 2 Fragen, aber gerade jetzt zu dieser Frachtenbörse, da ich ja mit Timocom zusammenarbeite, wurde ich einfach massenhaft gefragt, ob Timocom gut ist für 3,5 Tonner, also für Sprinter. Und ja, zu den anderen Tipps, wie man Kunden kriegt, da kommen wir später zu. Aber jetzt, was würdest du dazu sagen? Welche Frachtenbörsen? Weil da habe ich wirklich keine Ahnung. Ich habe nur Timocom, sage ich ganz ehrlich, seit Tag 1 und für das, was ich mache, reicht's. Also wir nehmen ja Timocom auch nur als Rückfracht. Okay. Das heißt, weil wir haben ja sowieso Sonderfahrten, also unsere Kunden kommen nicht über Timocom zum Beispiel. Was sagt das? Das sagt das, was der Luca immer sagt. Viele schreiben, ja, ich hole mir einen LKW, ich will nicht für jemanden festfahren, sondern ich will mir Touren über Timocom zusammensuchen. Timocom in meinen Augen ist eine super, super Angelegenheit, aber nur für Rücktouren. Genau. Wenn ich jetzt nur über Timocom arbeite, arbeite ich auf dem Niveau wie eine osteuropäische Firma vom Preis her. Und dann kommen wir wieder zu dem, dass ich nichts verdiene. Genau. Aber wenn du jetzt in die Richtung, weil zum Beispiel, ich bekomme ja auch oft Angebote, nur ich habe einfach diese Lust nicht mehr auf die Transportbranche. Wir haben zum Beispiel, ich bekomme oft Angebote, ich weiß, aus dem Ruhrgebiet runter nach Ulm, Stuttgart, München sind die Preise recht gut. Und ich, wenn ich dann jetzt ein Angebot bekomme, das habe ich ja schon öfters bekommen, dankend abgelehnt, wo ich dann einen festen Partner finde, wo ich zum Beispiel im Umkreis von Memmingen, um es mal so auszudrücken, ins Ruhrgebiet täglich Ladungen habe. Das heißt, ich bekomme schon von meinem Geschäftspartner ins Ruhrgebiet einen sehr guten Preis und ja, dann kann ich runterwärts perfekt. Praktisch oder ich kann ja theoretisch sogar in die Schweiz fahren, was ja noch viel besser bezahlt wird, kann dann die 50 bis 100 Kilometer leer wieder
in den Raum Memmingen fahren und wieder dann die Lade. Also es ist sehr wichtig, dass ihr auch feste Partner habt. Also sich nur auf Timocom zu verlassen. Vor allem, was bei vielen passiert, die nehmen sich Timocom. Dann, wenn zum Beispiel jetzt momentan sind halt die Preise brutal bei Timocom. Ja. Und dann sehen die Preise und denken sich, wow. Aber das ist halt so, genau da, das ist das, was viele nicht verstehen. Warum sind die Frachtenbörsen da? Frachtenbörsen sind nicht da, dass du da all deine Touren zusammensuchst und dass du dir da ein schönes Leben machst. Nein, diese Frachtenbörsen sind da, wenn du schon in einer Ecke bist, wo du niemanden kennst, dass du zumindest etwas bekommst für deine Rückfahrt. Wenn du aber dann in beiden Richtungen solche Frachten suchst, dann wirst du auf lange Zeit nicht mitmachen können. Ist einfach so. Also bei uns läuft Timocom auch den ganzen Tag. Also es ist bei uns offen, wir haben es auch die ganze Zeit im Blick. Da wir halt überwiegend nur One-Way fahren, also zurück okay. kommen wir meistens leer oder wir fahren leer irgendwo hin und bringen was mit. Okay. Weil unsere Hauptstation ist halt der Flughafen. Ne? Wir kommen rein und wieder raus. Und dann ist es halt für uns, wenn wir jetzt runter nach Stuttgarter Raum und so fahren, ist nicht weit, aber dann kriegst du nochmal eine Tour, weiß ich nicht, für 200 Euro hoch. Dann hast du deinen Sprit für den ganzen Tag bezahlt. Ja, genau, das meinte ich ja. Das ist halt so ein Zusatzbrot, das ist... Ja, du am besten, also du kannst theoretisch mit deinen Touren, mit deinen Frachtpreisen, kannst du auch ohne ja. Rückfracht. Aber das ist halt immer ein schönes Bonus, sagen wir mal. Ja, wir leben halt ökologisch, ne? Genau, ökologisch ja. sowieso. Das wird dann bei den Gesetzen auf jeden Fall ganz groß geschrieben. welche Frachtenbörsen kannst du noch empfehlen für 3,5 Tonner? Also, was ich empfehlen kann für Sprinter, dann bist du aber auch wieder Sub vom Sub. Das okay. wäre trans.eu. Okay, die haben mich schon auch angeschrieben. Ja, das ist für Sprinter und sonst Kuriernet ist vielleicht noch dabei. Aber das sind ja polnische. Nee, Kuriernet ist deutsch. Ach so, ja, okay. Nee, weil die andere ist ja polnisch, glaube ich. Die wollten mich aber nicht haben, deswegen machen wir keine Werbung für die. Okay, machen wir keine Werbung. Also vergesst die sofort. Und jetzt auch interessante Frage, Tipps, wie man die Kunden kriegt. Ja, bei mir ist es halt dadurch, dass wir am Flughafen sind. Ja, kommen die Kunden alleine. Also kann man so schon sagen, die Kunden kommen von alleine. Ja, ist ja so. Aber ich glaube, hier ist auch nochmal, ich habe vorhin auch gerade dem Christian erwähnt, dass mein Auftraggeber mir gestern auch gerade eine E-Mail geschrieben hat, ob ich noch weitere LKWs einsetzen will. Also in einem anderen Bereich. Also nicht, dass ich jetzt diese Flotte, wo ich schon bei ihm bin, erweitere, sondern für seinen Kollegen praktisch. Das heißt, es wird in den Firmen intern wird gesprochen, hey, hast du einen Subunternehmer, auf den man sich verlassen kann? Und deswegen zeigt es auch nochmal, wie wichtig es ist, diese Seriosität zu haben. Und dass du einfach auch hinter deinen Fahrern stehst. Das sage ich auch oft meinen Auftraggebern. Guck mal, wenn ihr mir die Preise senkt, ich kann ja den Leasing oder die Miete der LKWs kann ich ja nicht runtersetzen. Ich kann ja auch nicht anrufen bei Shell oder bei welchem auch immer Tankkartenbetreiber und sagen, hey, guck mal, mir wurde jetzt gerade meine Preise gekürzt, ihr müsst mir jetzt 10 Cent günstiger den Sprit geben. Das heißt, du kannst es theoretisch eigentlich nur über den Mitarbeiter, über die Preise. Und Fakt ist, wenn die Gehälter runtergehen von den Mitarbeitern, dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema, du verlierst deine guten Fahrer. Ja, du verlierst deine Qualität und deine Genau. Und also bei mir ist es so, ich habe meinen Preis und der steht. Wenn der Kunde damit nicht klarkommt, dann kommt er nicht klar. Ja. Ich bin auch nicht sauer, wenn er jetzt woanders hingeht, wo es billiger ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir haben feste Touren gehabt, zum Beispiel nach Tschechien jeden Tag. Der Kunde ist auch mit seinem Preis, wollte er runtergehen, sag ich, okay, dann soll es jemand anders machen, weil ich kann es einfach nicht, ich fahre nicht aufs Minus. Also ja, es ist einfach, ja, genau. Auch wenn ich mit ihm jetzt schon jahrelang arbeite, ich kann aber diese Tour einfach nicht übernehmen. Und viele machen einfach auch diesen Fehler, ich sag immer so, wenn du schon was Illegales machst, was einfach leider in der Transportbranche gang und gäbe ist, und wenn du schon was Illegales machst, dann soll das, was du irgendwie, ich sage jetzt mal, das ist ja Diebstahl, du klaust ja was, ja. entweder an Steuern oder was auch immer, wenn du schon klaust, dann soll sowas ein Bonus sein und nicht, dass du klauen musst,
damit deine Firma überhaupt funktioniert. Und genau das machen viele. Viele fahren 20.000 Kilometer im Monat. Ich meine, ich habe sogar ein paar kennengelernt, die mich dann anschreiben. Die können das ja schlecht in die Kommentare schreiben. Die machen tatsächlich 20, 22, 23.000 Kilometer im Monat. Tun irgendwie mit AdBlue Blockern oder wie die Dinger heißen, kein AdBlue zahlen und so weiter und so fort. Und die leben sowieso trotzdem wie Hunde in diesem LKW und machen die Preise kaputt. Genau das sind ja diese schwarzen Schafe. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, diese Videos und auch von meinem Kanal die Videos, dass einfach auch LKW-Fahrer, die sich selbst, weil ich würde mal sagen, vielleicht können wir ja auch irgendwann mal abstimmen oder ihr könnt es unten in die Kommentare schreiben, wie viele, ich würde mir garantieren, dass mindestens die Hälfte der LKW-Fahrer mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen. 100%. Und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, 90% von denen, die es machen, sind nach einem Jahr, halben Jahr oder zwei Jahren wieder zurück im Angestelltenverhältnis und sind dann oft pleite und haben noch Schulden. Ja. Und genau dazu soll sowas dienen, damit man einfach auch die Minus, also die schlechten Seiten zeigt, die guten Seiten zeigt. Es ist ja nicht alles schlecht und es ist einfach auch nicht alles gut. Und genau deswegen würde es mich freuen, dass wenn Christian anfangen würde mit seinem Kanal, also den ein bisschen, zum Beispiel, es wäre nicht schlecht, ich habe gehört, dass YouTube es nicht schlecht findet, wenn ein Video auf dem Kanal ist. Echt? Ja, das ist... Aber guck mal, ich bin ja Geschäftsmann, ne? Ich nehme jetzt 150 Abonnenten und dann fangen wir an. 150 Abonnenten wem? Ja, zu mir. Auf meinen Kanal. Soll ich die rüberschicken? Ja, das hast du ja da. Hey, ich glaube, 150 Abonnenten werden wir zusammenbekommen. Bitte abonniert seinen Kanal. Also wenn 150 dann Abonnenten, dann machst du ein Video. Ein Video. Ja, nee, ein Video. So, das geht nicht. Dann musst du starten. Ja, dann starte ich. Dann startest du, okay. Aber ich verspreche nicht, jede Woche eins zu machen. Nee, guck mal, ich habe das immer jede Woche gemacht und jetzt, wenn ich sonntags nicht kann, dann sind ein paar sauer. Deswegen mach's lieber einmal im Monat, aber mach's einmal im Monat. Ja. Aber mach's einmal. Wenn ich zweimal mache, habt ihr Glück gehabt. Genau. Und dann so Bonusvideos. Gut, ich glaube, das wär's. Ich würde euch jetzt gern fragen, habt ihr noch eine Frage? Geht aber nicht. Wie gesagt, gucken, vielleicht. Ob was gekommen ist. Ja, schau mal rein, aber ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es war mal ein interessantes Interview. Ihr könnt gerne unten noch mal reinschreiben, ob euch so ein Format gefällt, ob ich sowas wieder machen soll. Ihr könnt auch gerne unten in den Kommentaren an dich noch Fragen stellen, oder? Du kannst ja dann... Natürlich. Ja, also, keine Ahnung, jetzt Hashtag Frage oder ich weiß nicht. Bei mir ist halt, wenn jemand Hashtag Frage reinmacht, dann ist es bei mir einfacher, wenn ich reingehe in mein, wie sagt, Creator-Account, dann kann ich diese Fragen einfacher finden. Ob du jetzt die Fragen damit einfacher finden kannst, weiß ich nicht, aber... Ich kann ja auf meinem Kanal fragen. Genau, dann genau. Oder auf deinem Kanal. Aber wo auf deinem Kanal? Unter den Videos. Ja, du kannst auch so reinschreiben, ohne Video. Nee, wo soll das reinschreiben? Nein, geht nicht. Geht nicht. Also, 150 Abonnenten, ja. Dann kommt das erste Video von Christian und er wird dann fleißig... wir haben hier Nachbarn, die mir vielleicht den Spiegel zerkratzen. Hoffen wir mal nicht. Wie gesagt, fleißig kommentieren. Christian wird es lesen, ich werde es lesen. Wir werden so weit antworten, wie wir können. Und wie gesagt, mich würde es halt wirklich freuen, wenn Christian diesen Kanal machen würde. Ich bin wirklich einer, der jeden nur dazu raten kann, wenn er eine Firma hat oder so, es ist wirklich so, ein YouTube-Kanal ist eine super Sache und ich denke auch, das ist Zukunft. Also viele große Firmen haben es immer noch nicht verstanden. Ja, ich finde auch, man erreicht viel, viel mehr Menschen. Also es ist schon klar, und die Menschen haben einfach diesen, also früher war es wichtig, wenn du eine Webseite hast, dass da irgendwie im Impressum oder so oder unter Kontakten dein Bild zu sehen ist. Und dann bist du irgendwie so ganz schön gekleidet mit Krawatte und lachst so dumm. Und dann, dann ist es seriös. Aber ich finde es so viel besser. Man sieht gleich, der Typ, der passt. Oder der Typ passt mir gar nicht. Passt ja, ist ja alles super. Dann such einfach den anderen.
So kann man auch sagen, wegen Kunden finden. Über genau. YouTube, denke ich, findest du auch Kunden. Ja, ja. Du findest Kunden und die sehen sofort, wollen die überhaupt mit dir mitarbeiten oder zusammenarbeiten oder nicht. Also, weil die sehen ja deine Art und ob es denen passt oder nicht. Ich werde ja oft angesprochen, wie ich mich anziehe und dass das für einen Unternehmer nicht gerecht wäre oder irgendwie so. Also, dass das nicht, dass man sich so nicht als Unternehmer anzieht. Schäm dich. Ja, ich habe mich ja auch geschämt, aber jetzt habe ich diesen Charme verloren. Seitdem du Audi fährst. Ja, seitdem ich Audi fahre. Okay, Leute, also wir wollen das Video nicht mehr länger machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also, Leute, ciao. Macht's gut.